Jo, moin meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley am 19. Tag im Sommer. Die sind wohl noch nicht so weit. Messer und Stiefel wollte ich gleich verkaufen. Ich gieße erstmal eben. Das allein bringt ja schon den Typen so ins Schwitzen, dass er die Hälfte seiner Energie verschwendet. Ist aber auch echt kacke. Mal so eine Frage. Mir wurde ja schon in den Kommentaren geschrieben, dass ich Idiot, aber auch mit diesem... dieser Wahl meines Hofes, wo er liegen soll und mit meiner Umgebung, habe ich nicht gerade die leichteste Version genommen. Und ich bin auch der Meinung, ich habe am Anfang auch was gelesen, irgendwie das und das ist ein bisschen schwerer. Was genau es ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber vielleicht habe ich es jetzt natürlich auch so schwer gemacht, indem ich auch weniger Geld verdienen kann und so. Weiß das einer, wie da die Einstellungen jetzt sind? Das hätte ich jetzt einfach den Standardruf genommen, dass ich auch viel besser an Geld gekommen wäre und so. Also es ist jetzt ja mühselig. Daneben gegossen. Dann gehen wir gleich nochmal zum Gildenmann. Mal. Was wir denn so verkaufen können. So, dann muss ich mal eben gucken, wo ist eigentlich die Schreinerei? Wenn ich da vielleicht nochmal vorbeigehe, Schreinerladen da oben. Also Gemeinschaftszentrum vorbei. Hallo Hasi. Also doch dieses Haus. Oder? Ich bin da. Jetzt bin ich ja kartentechnisch noch weiter oben. Also eigentlich bin ich richtig, aber nur Freunde von Maru können eintreten. Ist vielleicht gerade schlecht. Also geschlossen heute, wegen Freitag oder so. Bam, bam, bam. 14 bis 22 Uhr. Hm.
Okay. Viel mehr ist hier nicht. Ah, warte mal. Ich glaube, ich habe was gesehen. Das war der Haupteingang. Einfaches Fenster, ländliche Lampe, gelber Sessel, Eichenbank, moderner Tisch, Kalender, eine Werkbank. Hast du Zugang zu Materialien in allen angrenzenden Truhen? Telefon. Kann zur Überprüfung der Ladenöffnungszeiten des Inventars verwendet werden. Billiger Fernseher, Saisonpflanze, einfacher Baumstamm. Sache, ich muss unbedingt mehr Geld machen. Ja, doch 4.000. Warum habe ich denn 40.000 aufgeschrieben? Ey, ich bin manchmal so dumm. Sag, ich hole mir jetzt Holz und Stein und errichte meinen Hühnerstall, Alter. Das ist... Ey, ich sage euch, niemand ist so präge wie ich manchmal. Nicht mal schreiben kann ich richtig. Kann ich ja schon wieder... Sorry, dass ich gerade hier so... Ich suche das gerade, wo ich das aufgeschrieben habe. Oder dachte ich immer 400 und dachte, boah, 4000 ist schwer zu erreichen. 300 Holz, 100 Steine. Ich hätte schon lange einen Hühnerstall haben können. Und keiner sagt was. In den Kommentaren. Also, Leute, scheiße, ich habe keine 300 Holz. Ah. Das Problem ist, hier ist auch kein Holz mehr. Da ist noch was. Ah. Den fälle ich jetzt auch gleich nochmal, aber... Wie oft habe ich 40.000 erwähnt und keiner von euch sagt was? Nein, ich will euch jetzt nicht die Schuld geben, um Gottes Willen, ey. Ein so ein kleines Ding noch. Komm her. So. Jetzt holen wir uns einen Hühnerstall. Jetzt geht's erstmal richtig los hier. Jetzt hat sie gleich zu, ey. Das Ding ist... ich sollte, glaube ich, erstmal zum Gildenmann, aber das ist so ein weiter Weg. Weil ich glaube...
Der Hühnerstall muss ja auch irgendwie ins Inventar, oder? Warte mal. Ich gehe erstmal rein. Die haben schon zu. Also nächste Folge, Hühnerstall. Alter, ich ödel hier seit, weiß ich nicht, 30 Folgen rum und denke, oh, viel zu teuer alles. Siehste. Holzklinge, 3-7 Schaden. Zwei bis fünf? 3-7, das ist ja sogar besser. Danke. Machen wir es so rum. So, dann haben wir die Sneaker ein, Verteidigung. Wir haben die alten Lederschuhe, die habe ich. Amethystring erhöht das Zurückstoßen. Stoßen um 10%. Waffengenauigkeit um 10. Kostet aber auch ein Tausender. Ja, machen wir das heute nicht. Wenn ich es könnte, würde ich mir selber gerade mit so einem schönen Rohrstock den Arsch versohlen. Mann, kann man denn so behämmert sein? 50.000, oh Gott, ist das ein Teufel. Ich reg mich da jetzt, glaube ich, noch nächste Folge drüber auf. Obwohl, nee, nächste Folge nehme ich erst nächste Woche auf. Bis dahin habe ich es wieder vergessen. Färbbar. Wo kann ich eigentlich Sachen kaufen? Also, Klamottense. Gibt es hier Klamottense-Laden? Oh, Bushaltestelle. Harveys Klinik, klar. Gemischtwarenladen, Flusch zu Hause von... Kneipe, Wohnwagen, Haus des Bürgermeisters, Friedhof, Kanalisation... Weidegasse. Sieht gerade nicht so aus, ne? Na gut, vielleicht im Gemischtwarenladen oder so, keine Ahnung. Anglerbedarf. Oh, gibt es da irgendwie eine Angelrute für leichtes Angeln oder so? Hm. Ist nicht zu fassen, ey, nicht zu fassen. So. Ist das denn jetzt überhaupt richtig oder gehört das andersrum? 300 Holz, 100 Stein ist richtig. So. Der Rest kann da rein. So, wir können mal eben gucken, was könnten wir... Ich
Piste könnten wir machen. Schotterpfad, Dekor, Treppen. Weiß nicht warum. Ein Bienenhaus. Holz, Kohle, Eisenbarren, Ahornsirup. Eisenzaun, Herstellung. Tor, Herstellung haben wir. Käferfleisch. Haben wir ein Käfersteak gemacht? Gehört das da rein? Nö. Das brauchen wir dann noch für. Die hier. Und die. Naja. Eichel. Haben wir nicht mehr. Shit. Ich war der Meinung, wir hatten noch Eicheln, aber... Vielleicht hier reingeraten? Nö. Wir haben einfach keine. Gut, dann kann ich ja doch keine Müsli-Riegel machen. Ich dachte, ich mache noch mal ein paar Müsli-Riegel, aber... Nö. Ha, ich bin gerade ein bisschen... verärgert. Wegen dem Hühnerstall, Alter. Das ist doch... Gott, ich hätte schon 50.000 Mal bauen können, ey, Mann. Naja gut, in der nächsten Folge Hühnerstall. Und dann geht das endlich weiter. So, hier wächst alles genüsslich. Es war auch noch keine Krähe da. 20 Uhr. Ich hab keinen Bock mehr, ich geh im Bett. Es ist... Ja, ich will im Bett gehen, Mann. Okay, 670 haben wir gemacht. Meine lieben Stachel, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben bitte. Wenn ihr neu seid, Abo und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn!